Super Verkleidungskünstler. Oh, jetzt aber. Eine Güte. Mensch, Geralt, sei doch kein Doofkopf. Das war doch klar, dass der das nicht ist. Aber dich. Und schon. Eigentlich. Erzähl. Zum Sch. Man kann. Wer redet? Schwa. Von. Schwa. Ich habe. Weiß ich. Wer wusste. Ich hänge. Der Leichen. Geh. Ich bleibe. Dann zack. Du bist frei. Danke. Er, als ich... Ich würde ihr ja gerne ein paar Goldmünzen geben, damit sie sich einen Arzt leisten kann. Ah, naja. Okay, und jetzt zu unserem Leichenbeschauherr. Wo geht's raus? Hier lang. Kräuterfrau gegangen und als sie dort war, sind auf einmal die Hexenjäger gekommen. Wie wär's mit einem Dreierschätzchen? Gefalle ich dir? Soll ich noch ein Mädel dazu holen? Nee. So, jetzt aber. Die ganze Nacht nur in den Hintern versucht. Du, du. Ein Kunde mit Verstand. Was? Lass mich durch, liebe Leute, ich muss ein Monster töten. Ich habe ein Langschiff aus Gallagher im Hafen gesehen. Ich auch. Du. Du Scheiß. Das da muss das Lagerhaus sein. Du meine Güte. Na, ist das Formaldehyd alle? Ich hab dich unterschätzt. Fast hättest du mich auf frischer Tat erwischt. Dann hast du meinen kleinen Trick mit Nathaniel durchschaut. Aber alles weißt du nicht. Sonst hättest du das Silberschwert gezogen. Wer? Was bist du? Ein Vampir. Ein höherer natürlich. Ja, deswegen ist er so jung. Hast du einen Grund zum Töten und zum Foltern? Ich dachte, darauf kämst du auch. Die Symbolik ist doch offensichtlich. Kohle für die, die blind für das Feuer sind. Das feuergeborene Ei des Salamanders ersetzt das kalte, ketzerische Herz. Feuer für die Kehle, die... Ja, die Symbolik ist klar. Aber warum tötet ein höherer Vampir im Namen des ewigen Feuers? Das ist doch ebenso offensichtlich. Ich teile die Diagnose der Kirche. Novigrad ist eine gefallene Stadt. Die Bewohner haben die grundlegendsten Konzepte von Moral und Anstand vergessen. Ich erinnere sie daran. Auf eine Art, die zuverlässig wahrgenommen wird. Verdrehte Logik. Und doch Logik. Ich bin froh, dass du wenigstens das siehst. Feuer bekämpft man mit Feuer, heißt es. Denk an meine Opfer. Ein Schnitzer, der sein letztes Geld mit Huren durchbringt. Eine alte Gräfin, die die Symbole des Glaubens entweiht. Eine Bardin, der nichts heilig ist und die alles lächerlich macht. Sie haben nicht verdient zu leben und im Tod konnten sie anderen eine Lehre sein. Sie aufwecken und auf den rechten Pfad zurückscheuchen, den des Feuers, der Reinigung und der Erlösung. Für dich ist es zu spät, fürchte ich. Du bist ein Mann von schwachem Glauben. Das kann ich spüren. Aber mit dem Schwert bin ich nicht schlecht.
Nicht schlecht, recht gedacht. Doch, bei dir machen's da auf jeden Fall. Nur schnell etwas Vampiröl. Vampiröl, genau. Drachentraum? Nee. Teufelsprovist, Nordwind, Samum. Mondstaub war das, ne? Mondstaub in den Silberpfütze, den Monster aufhalten, genau. Mondstaub gegen Transformation. Moment. Schwarzes Blut. Gift gegen Vampire. Genau. Vampire und Nekrophagen beginnen zu bluten, wenn sie in der Nähe des Hexers sind. Vorbereitet auf die solchen Wege. Huah! Ekelhafter Bastard. Der geht. Ich frag mich, ob der andere Alte auch noch so einer war. Wobei, der war ja alt. Was haben wir denn da? Ach so, ausgegraut, das hatten wir dann schon. So, einmal kurz das Lagerhaus plündern und dann gehen wir zu Rittersporn. Und dann haben wir den echten Täter. Da, 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 da. So, so, so. Britannisches Bier. Okay, machen wir uns auf die Socken. Und tschüss. Auf zu Rittersporn. Suchst du nach einem Abenteuer? Nee, ich suche Rittersporn. Ach, wenn man im realen Leben auch speichern und laden könnte, das wäre so praktisch. Finsternis. Überall Finsternis um mich herum. Real Life ist so doof, da hat man kein Schnellspeichern und Schnellladen. Eigentlich mit meinen Mutagenen aus? Das habe ich ja schon lange nicht mehr nachgecheckt. Dafür brauche ich noch ein großes grünes. Dafür noch zwei große rote, noch ein großes blaues und noch ein großes grünes. Ja, die anderen habe ich schon fertig. Dafür brauche ich noch ein rotes grünes und zwei große blaue. Alchemie. Genau. Naja, dafür brauche ich ja die Kräuter, die es hier nicht gibt. Ja. Sehr schön. Die anderen kann ich leider nicht herstellen.
Kann ich auch blau machen? Ich habe ja jetzt doch, nachdem ich die ganzen Monster abgeschnetzelt habe, jetzt doch einige eingesammelt. Die roten habe ich komplett. Na, da brauche ich dann wieder neue rote. Aber blau kann ich noch machen. Dafür fehlt mir noch ein rotes. Das hatte ich komplett. Was kriege ich denn da als Bonus? Werden magische, einzigartige und Texas-Schwerter gezogen, erhöht sich dadurch das Zeichen verursachte Schaden um 50% des Schwertschadens. Ui. Das ist auch nicht schlecht. Wenn du im Nahkampf schaffst. Sehr schön. Ja, da brauche ich dann wieder noch ein paar große. Das wollte ich vielleicht mal eher aktivieren. Oder ach nee, deswegen hatte ich das ja, glaube ich, ne? Ja, deswegen hatte ich das. Zeichen können kritische Treffer verursachen, Chancen auf Chancen. Jetzt kann ich nämlich das da reinpacken. Und das wird natürlich durch das Zeug, dessen Aufrechterhaltung und das Blockieren von Angriffen kostet Ausdauer, verteilen absorbierte Schaden. Ist ja eigentlich nicht schlecht. Ach genau, das sie bewegt sich nicht auf Gera zu, während er Axie wirkt. Erhöht die Intensität von Axie in Dialogen, verkürzt die zum Wirken benötigte Zeit. Vier Versuche, Axie zu wirken, lassen das sie daumen. Lass ihn mal gehen zum Verbündeten und bewirkt zum Schaden. Ist eigentlich auch nicht schlecht. Muss ich halt das andere noch mit freischalten. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ich habe jetzt sieben Mutationen. Noch eine, dann kann ich das nächste Zeichen setzen. Nice. Jetzt genug für die nächsten habe ich jetzt nicht, oder? Fehlt mir noch ein grünes und drei rote. Fehlen mir noch zwei grüne. Ja, das passt schon.
Die kriegen wir auch noch komplett. Wer doch gelacht. Okay, jetzt zu Rittersporn. Komm näher. Nicht so zurückhalten. Du wirst sehen, dass ich alles habe, was du jemals brauchen könntest. Wisst ihr, was ich auch mal machen müsste? Wäre zu meinem geliebten Schmied gehen. Zu meinem Knödelmeister. Und mal meine Rüstung wieder reparieren lassen. Ah, der ist da hinten, der liegt nicht auf dem Weg. Das? Könnten hier Friseure nicht mal angezeigt werden? Ich will nicht zu dem Betrunkenen. Nee. Der Niedergang der Zivilisation. Lass mich am Leben. Der Niedergang der Zivilisation beginnt mit Religion. Aber jeden das Seine. Aber das ewige Feuer ist echt nicht toll. Hey, Halsabschneider! Badabababam. Gute Neuigkeiten, ich hab den Bastard. Mir geht es besser. Stimmt's? Ja. Ja. Hast du getan, worum ich dich bat? Ja. Auf Hexerart. Danke, Geralt. Von mir und Priscilla. Ich hab meinen Teil getan. Jetzt bist du dran. Kümmere dich gut um sie. Das werde ich. Du wirst sehen. Ich kümmere mich besser um sie, als es die Dryaden im Brokilon täten. Sie spricht wieder. Schöne Neuigkeit. Ja, nicht wahr? Professor von Graz hat mir gesagt, dass ihre Wunden schneller heilen als Trollwunden. Nicht sehr schmeichelhaft, aber doch ermutigend. Vielleicht singt sie sogar eines Tages wieder. Fürs Erste treten wir als Duo auf. Sie spielt Laute, ich singe. Ritter, Sporn und Kalonetta. Klingt doch toll, oder? Wunderbar. Alles Gute, Ritter Sporn. Auf der Bühne und auch sonst. Oh. Ja, Geralt? Ich habe den Mörder gefunden und getötet. Es war Hubert. Du hattest recht, ihm nicht zu trauen. Er war ein höherer Vampir. Ich dachte, in Novigrad könnte mich nichts überraschen. Ich habe mich wohl geirrt. Gründlich. Danke, Geralt. Wärst du nicht gewesen, hätte das nie aufgehört. Hubert hat mir von deiner Vergangenheit erzählt. Noch lebendiger, als ich gedacht hätte. Ich habe keine Zeit für Rätsel, Geralt. Spuck's aus oder geh. Stimmt es, dass die Aufstände in der Universität Leben gekostet haben? Dass Leute für deine Sache gestorben sind? Ich war jung und dumm. Ich dachte, eine bessere Zukunft wäre jeden Preis wert. Auch ein oder zwei Menschenleben. Aber das sind Sünden der Vergangenheit, für die ich gebüßt habe. Okay. Ich habe jetzt schon gedacht, jetzt kommen vielleicht andere Dialoge. Leb wohl. Ja, aber Geralt? Ich quatsch mal trotzdem mit dem, damit Geralt auch die Dialoge hat. Warum ist... Blablabla, das kennen wir schon aus der Folge davor. Ich war so... Ich kenne... Und weißt du... Leb wohl. Damit Geralt für sich in dem Spiellauf auch die Dialoge getriggert hat. Okay, was haben wir als nächste Quest? Gestalte mir dann das Weines. Finde raus, was Siriens Gellige... Ja... Wollen wir doch mal zur Passiflora? Besiege von Roche, nimm mir eine einzigartige Karte ab, geh nach Ferro und Hermann. Wir können ja mal zur Vernon Roche und hatten wir da nicht was mit einer Schatzsuche? Nee, da haben wir nichts dazu bekommen. Ja, dann bleibt als Nebenquest nur noch auf in die Passiflora. Aber wir können ja vorher bei Vernon vorbeischauen. Vernon Roche und ihm seine einzigartige Karte abgreifen. Eigentlich müsste ich mal da in das Fragezeichen gucken. Eigentlich würde ich gerne beides haben. Aber ich guck mal, was hier bei dem Fragezeichen ist. Ich lasse keinen Ort unaufgedeckt. Oh!
Ach, hier war doch das mit dem Spion direkt am Anfang, ne? Nice. Dass der Schnee inzwischen noch nicht geschmolzen ist. Bewachter Schatz? Oh. Wer bewacht hier denn was? Ein Riese. Hallöchen, mein Gutster. Ich guck mal, was du so anzubieten hast. Naja, ist okay. Töten werde ich dich trotzdem. Mahlzeit. Quatsch. War nur ein Zyklop. Naja. Ein Zyklop mit Schäfchen. Mäh. Und eine Schatzkiste. Na gut. War ein netter kleiner Aufzug. Jetzt zu Wörnern. Sonst habe ich nichts übersehen, ne? Ja. Da kommen wir erst später hin, sonst habe ich alles. Und gelb sind die Tafeln ja wegen dem DLC. Na gut. Auf zu Meister Rocher mit der Piemont-Kirsche. Du nervst, Grauhaar. Ach, halt die Gusche. Hallöchen. Geralt von Riva, gesund und munter. Spielst du Gwent, Roche? Ja, aber ich habe hier keine Gegner. Wenn du ein Blatt hast, hol's raus. Ah, klar. Viel Glück. Das hat unserer Truppe noch gefehlt. Die nehme ich mal raus. Aber die nehme ich dafür rein. Mein Gegner batzt jetzt schon? Was soll das denn? Natürlich. Na, warte, das kriegst du wieder. Tada! Und eine Ziri-Karte. Ah! Na, dachte ich mir.
Du hast bald keine Karten mehr, mein Guter. Ja, immer leg. Du hast nur gleich keine Karten mehr. Ja, ich würde sagen, du bist am Arsch. Jetzt her mit deiner Karte. Auf ins Schattenreich mit dir. Du hast gewonnen. Glückwunsch. Hier, du hast die Karte verdient. Weißt du, welcher Gegner sich sonst noch lohnt? Ich habe von einem Mann gehört, der kürzlich durch Novigrad gekommen ist. Es wird dich interessieren, dass er auch ein Hexer ist. Oh. Lambert heißt er. Ich kenne Lambert. Wusste gar nicht, dass er Gwyn spielt. Du könntest cool. noch andere Leute herausfordern. Thaler ist ein guter Spieler, mit ordentlichen Karten. Er ist in der Gegend. Probier es doch mal. Okay. Thaler. Moment, Thaler? Ist das nicht der... Thaler, war das nicht der Schuhtyp? Ein Hexer. Das hat unserer Truppe noch gefehlt. Du nervst, Grauhaar. Moment, wo ist Thaler? 800 Schritte, das ist in der Nähe? Alter Schwede. Aber Thaler nicht der Schuhtyp? Müsste Lambert nicht ganz woanders sein? Hm. Hier ist die Flasche nicht fremd. Wieder. Bist du der Irre, der die Könige abgemurkst hat? Ja, genau, das ist er. Er mit den tollen Schuhen. Hey. Ewiges Feuer. Ah. Es ist lange her. Berichte. Nilfgaard hat den temerischen Geheimdienst in einer einzigen Scheißnacht zerlegt. Bin gerade so mit dem Leben davon gekommen. Hab meine Sorgen ersäuft, bis meine Liebe Zeta und Mordio geschrien hat. Und was machst du jetzt? Basisarbeit. Rumhängen, beobachten, zuhören, Fragen stellen, neue Agenten anwerben. Wie läuft das Leben? Och, ich mach's wie ein Kartoffelkäfer. Ich bin still. Halte mich raus und ernähre mich von verfickten Kartoffeln. Ne. Bin ich recht informiert, dass du Karten spielst? Ich spiele alles. Würfel, Karten, Schach. Dabei kann ich mich entspannen. Suchst du nur ein Gesprächsthema oder willst du spielen? Lass uns Zeit spielen. Zeit für ein Du-Du-Du-Du-Duell. Gut, spielen wir. Aber denk dran. Ich bin nur an guten Karten interessiert. Schrott will ich nicht. Naja, Gerard der Kartensammler. Holy. Batz der.
würde sagen, ich habe mehr Karten. Wo zwar drei nur semi-gut sind, aber ich hab sie. Gucken wir mal, was er hat. Okay, oh, nichts Tolles mehr. Sehr schön. Die gute Triss. So kann man auch bescheißen. Einfach aus Prinzip. Teles-madiger Möse. Weißt du, wie lange es gedauert hat, bis ich das verfickte Blatt zusammen hatte? Nein. Kennst du übrigens noch mehr gute Spieler, die vor allem gute Karten haben? Ich habe in letzter Zeit viel von einem Typen namens Lambert gehört. Der Scheißkerl hat angeblich ein ganz böses Blatt. Du könntest ihn übrigens kennen. Er ist auch Hexer. Ja, dann auf zu Lambert. Meine Tapferkeit ruht auf drei Säulen. Da-da-da. Wo ist Lambert? Es hieß doch erst in Novigrad. Er ist in Kaer Morhen. Ja, toll. Scheiße. Komm ich doch noch gar nicht ran. Na dann, ich würde sagen, auf zu dem Turnier. Ja, das Einzige, was bis jetzt fehlgeschlagen ist, weil das ist, da kam irgendwie nichts mehr. Naja. Und dann können wir das auch auf das Gelige gehen. Wobei, hatte ich hier nicht noch? An den Questtafeln hier war ich doch, glaube ich, noch überhaupt nicht. Das kann ich ja vorher machen, jetzt wo ich so ein paar Runden Quint gespielt hatte. Hallöchen! Was geht hier vor? Was geht hier vor? Suche Kaufleute für Partnerschaft, weißes Haar. Ich zaubere ein Lächeln auf dein Gesicht. Ich stelle jede Frau mit weißen Haaren zufrieden, egal wie alt. Elfgardisch Unterricht. Pels imperiles. Okay. Vorsicht, Leute, hütet euch vor dem Rumtreiber aus Welen. Die sind zusammen und sonst noch Diebe, Wegelagerer und Halunken und Idioten. Bekanntmachung Imker gesucht. Nee. Nicht erkundete Orte, schön. Muss ich da hin? Wow. Sieht nach Regen aus. Wirklich, Geralt? Bist du dir sicher? Komm schon. Ja, bevor ich nach Skellige aufbreche, will ich hier die ganzen Questtafeln fertig haben. Hübscher Turm, das ist doch hier Novigrad, ne? Ja. Yantra. Ach, siehst du, da vorne ist sogar eine Quest für mich. Hallöchen! Was habt ihr für Probleme? Ach, gar keine. Zieh nur weiter, guter Mann. Ruhe, Gotthard. Er kann uns womöglich helfen. Die Bande von Kleinrot will das Dorf angreifen.
will sich an Bertram rächen. Wir haben nicht viel, aber wenn du uns verteidigst, bezahlen wir dich. Wer ist Kleinrot? Sie treibt's angeblich mit Wölfen und kann einen Mann mit bloßen Händen zerreißen. Eine Bestie in Menschengestalt. Wobei manche sagen, sie sei sehr schön. Sie führt eine Bande von Deserteuren an. Richtige Halunken aus verschiedenen Armeen. Geübte Mörder und Plünderer. Und warum will die Bande sich ausgerechnet an dir rächen? Weil ich sie an die Hexenjäger verpfiffen habe. Die Hexenjäger interessieren sich für Banditen? Seit wann? Die Bande von Kleinrot hat unser Dorf terrorisiert. Niemand hat uns verteidigt. Schließlich ist Bertram zu den Jägern gegangen und hat sie um Hilfe gebeten. Die Jäger sind ihnen nach. Wir hatten einen kurzen Frieden, aber dann hat Kleinrot Wind davon gekriegt. Sie will Bertram tot sehen. Er ist erledigt, wenn du nicht hilfst. Na gut. Gut, ich kümmere mich um die Banditen. Geht heim und verbarrikadiert euch. Sieh dich vor, Hexer. Die sind wirklich gefährlich. Geralt ist gefährlicher. Ein Weg, ich geh mein. Weiße Haare, wie ein Hüllerse. Warte, bis abends Kleinrots Bande angreift. Okay. Es ist doch schon abends. Bin ich nicht am richtigen Punkt? Ist das Dorf plötzlich verlassen? Die Feiglinge verstecken sich. Wissen sich wahrscheinlich. Wir sind aufmachen! Ein Hexer. Haben die Dörfler dich angeheuert? Haben sie. Um sie gegen Monster zu verteidigen. Und gegen Menschen, die sich wie Monster benehmen. Dafür hältst du mich also? Bist du das nicht? Finde es selbst raus, wenn du es wagst. Oder gib mir Bertram. Dann geschieht sonst niemandem was. Was hat Bertram dir getan, dass du Rache willst? Ha, diese Kleinigkeit haben sie also nicht erwähnt. Dann hör zu. Er kam vor einem halben Jahr zu mir und sagte, er würde verraten, bei wem das Plündern sich lohnt. Gegen einen Teil der Beute. Aber nach einer Weile wurde der Mistkerl gierig. Er wollte mehr. Ich lehnte ab. Da hat er uns die Hexenjäger auf den Hals gehetzt. Wegen ihm habe ich die Hälfte meiner Männer verloren. Und jetzt geh beiseite, Hexer. Das ist nicht deine Sache. Wir wollen Bertram und sonst niemanden. Mein Wort darauf. Nee. Mir ist ziemlich egal, was du sagst. Nimm deine Männer und verschwinde, sonst fließt Blut. Oh, Blut fließt auf jeden Fall. Gerade hast du dafür gesorgt, dass es noch mehr wird. Scheiße, sie ist ein Werwolf! Ich dachte, das war jetzt nur so gesagt. Tötet den Bastard! Shit, was hilft gegen Werwölfe? Konstrukte in dem Ruinen, Relikte, verfluchte Wesen. Berserker. Bestien. Nein, Drakonin, es ist kein Drache. Es ist kein Geist. Hybriden? Konstrukt wird es wohl auch nicht sein. Relikte? Sag bloß, ich habe hier noch gar keine Werwölfe drin. Okay. Na gut. Gegen Bestien. Wird eine Was? Wieso habe ich denn da so ein Mischschwert drin? Ich wollte ausweichen. Wieso habe ich ein stumpfes Schwert in der Scheide? Hä? Was
Wann ist das passiert? Ach ja, und siehst du, ich wollte ja mal zu Meister Knödel meine Sachen reparieren lassen. Ah, shit. Ja, ich wollte gerade ausweichen. Was mich gerade stört, ist, dass ich jetzt das Stahlschwert für die Menschen habe und dann gleichzeitig für den Werwolf. Ah, das macht ja nichts. Töten wir erst die Menschen und dann den Werwolf. Ah, ich habe gedacht, das ist nur so gesagt, die Werwolf, die ist wirklich ein Werwolf. Holy. Und dann hat die sich so voll unter Kontrolle, ist natürlich auch praktisch als Banditen, wenn man einen Werwolf als Anführer hat. Oh! So, erstmal das richtige Schwert. Jetzt. Es ist noch nicht zu spät, sich zu ergeben. Was? Können die mal aufhören mit ihren Scheiß abwehren, ey? Das nervt, da muss man... Das dauert nur endlos Zeit, ey. Ich bin Hexer, mein Junge. Hör auf, dich zu wehren und stirb einfach. Genau. Und jetzt das Silberschwert für Madame Röhrbe. Hast du es aber gezeigt. Ihr habt nicht erwähnt, dass sie ein Werwolf ist. Wir waren das selbst nicht ganz sicher. Aber genau dafür sind Hexer ja da, nicht wahr? Zum Monster töten. Danke für deine Hilfe. Das hier hast du dir verdient. Was habe ich denn eigentlich gerade für einen Zettel eingesammelt? Was habe ich denn da gerade eingesammelt? Brief einer Mutter. Liebste Lilly, wenn du dies liest, bedeutet das, dass dein Vater und ich tot sind. Ich habe Edward gebeten, dir diesen Brief nur dann zu geben, wenn gewiss ist, dass keiner von uns zurückkehren wird. Es ist viel passiert, während du an der Akademie warst. Eines vom Vaters Schiffen ist gesunken und wir mussten uns verschulden. Ich habe dir nicht geschrieben, weil du dich nicht sorgen und nicht zurückkehren solltest. Deine Ausbildung und Zukunft bedeutet uns alles. Unser Gläubiger verlangt bald verständige Rückzahlungen und weigert sich, Ratenzahlungen zu akzeptieren. Als wir einräumen mussten, dass wir nicht imstande waren, die ganze Summe aufzubringen, schworen sie, uns zu zerstören. Einige Halunken begannen, uns zu verfolgen. Sie ließen uns nicht aus den Augen. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sie das Familiengeheimnis entdecken würden. Sie hätten uns die Hexenjäger auf den Hals und wir wurden in den Kerker geworfen. Ich höre die Wärter davon reden, dass man uns einen Schauprozess machen und eine Schauhinrichtung bereiten will. Einem gab ich meinen Ehering. Er ließ dafür Besuch von Edward zu. Dein Vater möchte ihm letzte Anweisungen erteilen und ihn werde ihm diesen Brief geben. Unseren unerwarteten endgültigen Abschiedgruß. Sei stark, mein Liebling. In deinem Adern fließt das Blut von Menschen und Wölfen und das bedeutet Unverantwortung. Ich verbiete dir, uns zu rächen. Das macht uns nicht wieder lebendig. Es bringt dich nur auf den Richtblock. Du darfst nicht auf diese Art sterben. Du musst mit deinem Leben und deinem Verhalten beweisen, dass Menschen und Lykanthropen in Harmonie leben können. Ja, ich glaube, das hat sie nicht gut umgesetzt. Verlasse die Stadt so schnell wie möglich. Nimm nur das Nötigste mit. Verabschiede dich von niemandem. Zeige dich nicht in der Öffentlichkeit. Reise dahin, wo wir gejagt haben, als du noch klein warst. Und bereite dich auf das Schlimmste vor. Die Dörfler dort erinnern sich bestimmt nicht an uns. Aber sie sind gut, einfache Leute und werden dich freundlich behandeln. Hoffen wir, dass dieser Irrsinn und diese Verfolgung bald aufhören und du heimkehren kannst. Bis dahin, gib auf dich acht und lass dich nicht provozieren.
Bedenke, wer du bist und lass dir von niemandem einreden, du wärst etwas Böses. Du bist so geboren und du solltest stolz darauf sein. Lebe für uns. Wir lieben dich, Mutter. Eieieiei. Okay, dann gucken wir mal, was so am Anschlagbrett steht.